Erzählt mal noch Vater Maya von Wort wie an unsere Eltern, ob eine maronitische Form in Chihuahua, Mexiko, Jedonen haben, aus wie dort an den 19. Dartje in 40 Jahren abwassen. Die Mennoniten büden die Wang von ihren Gebieten in Mexiko, weil bald alle mit Leimtegeln oder Adobes. Aber übrigens büden sie Wohnhäus, Stahl, Specker und Maschinenshop noch lang immer ganz noch traditionell mennonitischem Stil. Dort heißt die ganze Einrichtung von Stoben ihrem Wohnhäus, die Einrichtung in Stahl und Schien, die Dierengerafte und die Dieren, die Fenster und die Fensterremes, die Mot und das Geschäck von ihren Wohnhäusern und Stalling. Alles wird auf viele Bürgers ihrer Wirtschaften noch lang einmal ganz kreig, noch lang hergebrachte mennonitische Vorschriften oder Blueprints und Moten gebüht. Aber wenn die Mennoniten ihre Wohnhäuser wegen auch von Leimtegeln oder Adobes abgemiert worden, dann war doch die Bein und der Dachframe von halt ganz noch alt hergebrachte Ort, Mord und Geschick gemerkt. Ihr Büstil bleibt dieselbe, ja, wenn man noch andere Material braucht zum Bühen. Das heißt, Dach und Bein wurden von Bühalt so gebüht, als ihre Vorväter dort in Kanada und in Russland all hunderte Jahre gedonnen haben, wenn man die Gebiete nicht mit einem Erdach mögt. Wenn wer ein Erdach mögt, dann hat das Haus natürlich ja wies keinen Bein. Denn die Erdäcker mussten viel platter gemerkt worden als die Wahlblechdäcker. So platt, dass die Erd nicht so leicht darauf schält, wenn mal schwere Regens kommen. Die Wahlblechdäcker mögen das Gebiet, besonders in den heute Jahreszeiten, von Bernen immer sehr heit, wenn die Sonne dort den ganzen Tag abscheint. Dann damals war die Bein noch nicht isoliert, so als dort von der meistens wird. Und wenn die Sonne dort gebiet mit einem Wahlblechdach, der ich den ganzen Tag von Bernen abgehört hat, dann zählt dort der Bernen manchmal, der ich die ganze Nacht nicht gescheit auf. Aber die Erdäcker, da hierhin, die hielten dort gebiet von Bernen viel Zeiler, durch den ganzen Tag, auch wenn die Sonne durch den ganzen Tag hinabscheint. Dann die Feier bei 5 Zoll dicke Schicht Erd auf dem Tag, wenn dort schmacke Wetter Erd wäre, ohne zu viel Steinerkes, dort wäre eine gute Isolierung, um die Herd nicht so sehr durchdrecken lassen. Und wenn ein Wohngebiet mit einem Wahlbleichtag dann auch noch von Haltgebüde Wein hat, dann wird dort der Bernen an den heute Jahreszeiten noch viel heiter, weil damals auch der haltende Wein noch nicht isoliert worden. Da hierin bleibt aber ein Gebiet, wo beides hat, ein Erdach und Adobe Wein, noch kühler. Kein Gebiet bleibt an einem Dach, wenn die Sonne, der ich den ganzen Tag sehr heit geschehen hat, kühler als Sound, wird Adobe Wein in ein sogenanntes Erdach hat. Von der Jeft dort in Chihuahua mangt die Mennoniten all mal ganz wenige Adobe Weingebiete. Und ich glaube auch nicht, dass es von der noch irgendwo mangt unsere Mennoniten in ein Erdach jeft. Vielleicht weiten unsere Kinder und Großkinder gar nicht mehr, was ein Erdach ist. Aber viele von uns, die wie aus China und Jugend in Mexiko und ja so eine Erdäcker gewohnt haben, wir haben die bestimmt noch nicht vergessen. Vielleicht da wäre nicht, willst du, wenn dort mal lang sodert, doch nicht immer ganz dicht halten. Und wie Jungs haben die Erdäcker vielleicht auch da wäre noch nicht vergessen, willst wir am Vorjahr fertig reintiet, wenn die der Jod am heizten wären, manchmal noch weiter mussten wir ja Dacherd holen und ab die Erdäcker und abschaffeln. Gute Dacherd, wo nur vom Regen leicht so dicht schlug, dass das Regenwasser nicht leicht deib in die Erde entrock oder entrock und auch nicht leicht vom Dach herauf wasch, sondern jäuft dort an dem ganzen Bustiostol nicht sehr viel. Und wer ein Erdach gemerkt hat, von nicht ganz recht gedacht, der hat den Trouble, dass sein Dach
Leichtschwart, nicht dicht bleif. Die meiskonische Kleinforme ihre Gebiete hatten zu jener Zeit auch meistens ihr Däcker. Aus der gute Tag jed und unser Arm jähend ein Chihuahua Knopf geworden wir, dann nörgelten einige Bürgers ungefähr zwei Schau uten ein, zwei bis vier ab. Er plottet Daken ab und scherden der Tag jed zwischen die zwei bis vier waren Hahn. Und nörgelten Wahlbleich plotten durch Eva. So konnte jed immer noch aus Isolierung deinen, aber der jed speilt nicht mehr vom Daker auf. Das erste Port von unserem Wohnhaus in Blumenurt hat auch ein Erdach. Und wie leisten das Problem von knapp gewordenen Dach jetzt auch auf diesem Weg? Wenn ein Bürger sich dort in Mexiko in den ersten Jahren leisten kann, dann möge er auch seine Fluren im Wohnhaus von Halt. Und zwar auch ganz noch alt hergebrachte Ort und Mot. Meistens von Saas soll je so als wir dort damals nannten, gefaderte Bräder. Diese haltenden Fluren wurden meistens kurz nie gut geformt und mussten dann regelmäßig weiter geformt worden, wenn die in guter Ordnung blieben sollen. Und dort konnten viele von unseren Bürgern sich in den 1930er Jahren noch gar nicht leisten. Und wer sich die haltenden Fluren nicht gut leisten kann, der mögt manchmal wenigstens die Kirche in Edstofluren in seinem Wohngebiet von starkem Leim, mög Leimfluren. Man mög diese Fluren von Leim geirrt. Mank Leim geirrt wird genug fein gekleintet Strau oder Pirzmaß mank geknet oder mank gekleint, sodass der Leim nicht verplatzen soll, wenn er dreht. Und dann wird eine dicke Schicht von diesem Leim überall in der Stof aus einer Flur von Eich zu Eich in der ganzen Stoff hineingeschmiert. Wenn man die rechte Leim ihr dort gefangen hat, dann wird die Flur einigermaßen gut hart. Wir haben in unserer Kirche in Edstoff auch noch viele Jahre so eine Leimfluren oder Erdfluren gehabt. Und diese Fluren kleinen langsam aus, sodass die Hahnen weiter nie gemerkt worden mussten. Ich weiß noch, wo ich bei dem Leimreit merken für unsere Kirche in Edstoffluren mit hoch abgekrempelten Lampen tidenlang mit bofte Feit den Leim durchklingen und Reitmerken halten musst. Ab diese Edfluren streiten unsere Sestern meistens jeder Tag frisch und bett sehr unspannend ab und dann hielten die sich einigermaßen rein und sagen noch ganz Schmack. Und wenn die große Merke diese Fluren am Sonntag noch so ein Bett extra Schmackloten merken wollen, dann schätzen sie die große Leicherkamm voll. Sehr unspun und merken damit Schmacke über reine Figuren über die ganze Flur, das sagt noch wirklich Strom. Ein neues Wort von Zementfluren. Zementfluren wollen vor vielen Jahren fast keine maronitische Bürgers und besonders ihre Frühers nicht in ihrem Haus haben. Nicht einmal in Stallings wollen unsere älteren Zementfluren haben. Ich erinnere mich daran, dass viele Frühers und auch Männer damals sehr viel davon reden, dass der Mensch Rieten krieg von ab Zementfluren herumgehen. Sogar glaubt man in jener Zeit, dass der Schwein von Zementfluren Rieten kriegen. Aber in den 1950er Jahren fangen einige Mennoniten ab den Manitoba- und Swift-Current-Siedlungen in Chihuahua doch an, Zementfluren zu merken. Man fängt in Coctemoc an, die sogenannten Mosaikos, eine Art Zementtofeln, zu merken. In bald merken auch Mennoniten so eine Mosaikos. Und ich erinnere mich daran, dass in Blumenurt wenigstens zwei Bürger wären, wo er in den Anfangs 1950er Jahren nähe Wohnhäuser büten und da werden in alle Stoven Mosaiko-Fluren mögen. Aber viele andere Leute reden damals noch sehr viel davon, dass sie keine Zementhofelfluren in ihrem Wohnhaus würden haben wollen. Aber von da an fangen doch immer mehr maronitische Bürger und auch Mexikaner an, stramme Mosaiko- oder Zementhofelfluren zu mögen. Als das einmal den Anfang hat,
dann dauert nicht sehr lang, dann mögen sehr viele Mennoniten und Chihuahua ihre Fluren entweder von zementen Mosaikkartoffeln oder sie gouten die einfach von Zement. Von der bühen die Mennoniten in Mexiko auch die Wein für ihre Hiese entweder ganz von Zement oder sie bühen die noch nur der amerikanischen Stil ganz von Bühalt. Und wer seine Hüswein von Zement bühlt, der jett auch seine Fluren im Hüs meistens von Zement. Und wer sich dort leisten kann, der lässt ab dem Zement strome Tofeln abbacken. Aber sehr viele Fluren in mennonitische Wohngebiete sind in Chihuahua von der bloß gegotene Zementfluren, wo nur dann aber meistens gefarben worden. Immer mehr Lied leihen ab ihre Zementfluren stromet Linoleum ab oder Carpet. Aber die Mennoniten, wohnen in Chihuahua ihre Wohnhüswein von der von Halt, so noch kanadischem Stil bühen oder bühen loten, die merken auch die Fluren meistens von Halt und leihen dort dann Linoleum oder Carpetfluren ab. So ist wie dort hier in Kanada auch alle tun. Sehr wenig Fluren wurden dort von der von Halt gemerkt und gefarben, so ist man dort in unsere Kinder und Jugendjahren meistens steht. Auch die Bienen haben nicht mehr die 3x10 oder 3x12 solche gefarbte Bolches mit solche Breder, gefarbte Breder, der Boden. Alles, meist kreit alles, wird dort von dir so ganz anders gedonnen, als das in unsere Kinderjahren gedonnen wird. In Blumenwood, Nummer 22, wo wir eine frühe Ecke abwassen und wo wir 3 Jahre in dem Schulhaus wohnten, da wären die saßhalte Flurbräder gefarben. Aber als wir Lothar und Kronsgard im Schulhaus wohnten, da wären die Flurbräder nicht gefarben. Und wenn die hälterne Flur nicht gefarben wäre, dann wurden die Bräder bald sehr spellrig. Und wenn die kleine Kinder als sie dort Gonen gelehrt haben, ab so einer Flur in den Raum kropen, dann werden die Wingeln manchmal von kleinen Spellerchen gespeckt. Einmal speckten diese kleinen Spellerchen auch durch die Wingel durch und auch noch durch die Hüt. Unser George habe ich ein manchmal so eine Speller in seine Norsbacken rüttpülen gemusst, wenn er ab dieser Flur Raum gerutscht wäre. Von meinen Gesellschaftsbreiter mit wohne ich in unserem Dorf Blumenwood in Chihuahua, Mexiko, top ab was, lebt nur allmal bloß noch einer. Die anderen sind alle gestorben. Und ich habe allmal Wort davon vertellt, was wir dort als junge Sidonen haben. Nun will ich noch mehr davon vertellen, was wir dort am Sonntag und Mittag manchmal Sidonen haben. Ein neues Wort von den Ejidos, die mexikanische Kleinformer, wohnen in Chihuahua, um die mennonitische Kolonie in Iran wohnten. Und von wo denen ihr Rindvieh, Pferd, Mühlers und Burros oder Esels in den Winter- und Frühjahrmonaten auf den Mennoniten ihrem Land losgehen leiten. Von wo hunderte von den mexikanischen Formen ihre Tieren sich monatelang dort Futter selbst säcken mussten, und wo dit für die Mennoniten manchmal eine große Last geworden ist. Besonders in den Frühjahrmonaten, wenn dit für bloß nicht mehr zufrieden Funk auf dem Kohlen manchmal zum größten Teil rumgeplähten Land. Und auch noch Wort davon, wo diese los rumdriebende Burros am Sonntag noch Mittag für mennonitische Jungs einmal ein Tietverdrief gewesen ist. Um die mennonitische Kolonie in Rom wie vor vielen Jahren ein Stacheldrahttun. Und auch die mexikanische Kleinformergruppen, die Ejidos, hatten so einen Stacheldrahttun am Erakersland Rom. Die hatten auch gemeinsame Weidlandflecke, wenigstens manchmal. Diese Tiening, Mexikaner-Ehre und Mennoniten-Ehre, versagt man von wann im Frühjahr die tidig geplante Mais, die Korn, abgewonnen wird, wird am Herbst der Ahren vom Land gebracht wird,
in Ordnung zu holen. Während dieser Zeit soll noch nicht ein Haarch abgeloten worden. Ich erinnere mich noch daran, dass diese Tiening, wo einmal ein Wach, der ich so eine Fans jink, Haarchs hatten, wo jeder einer, der da durchfahren will, erst abmerken muss und auch weiter zumerken soll. Manchmal wird dort wem zu viel Arbeit, dort habe ich weiter zuzumerken. Und wann wo wer so ein Haarch abgeloten hat, dann gingen Boros, Rinder, Müllers und Pferd da durch und ab Getreideflecken hinab, nicht nur ab der Mennoniten-Ära, aber auch ab der Mexikaner-Ära. Und wann da wo so ein Haarch wäre, wo viele Menschen jeden Tag durchfuhren, dann stünden da meistens kleine mexikanische Jungs reit und mögen dort Haarch jähren für jeder einem ab, der da durchfahren will, und mögen dort auch weiter Schmack tau. Aber dann wollen diese Jungs auch jeder mal ein Cinco, ein 15 Tavo Geldsteck dafür haben. Ich weiß noch, dort, wann ich in so einem Monaten, wann all die Haarchs tausenden sollen, noch mal mehr nur die Stadt fahren können, dann musste ich dort Haarch bitte Quacktheimuk, ob und Tau merken. Ich weiß dort nicht, kriegt, von wann her diese Haarchs nicht mehr durchgewasst sind, aber ich weiß, dort die ab viele Städten noch in den 1950er Jahren da wären. Und weil es viele von den mexikanischen Echidos oder Kleinformen ihre Arend am Hof meistens all Schwinder von ihrem Land raufgebracht haben aus vielen Mennoniten, dann versuchten die alltidig ein Feil losgehen zu loten, wann ab die Stapelfläche noch sehr viel Fodertop zu lesen wäre. Und dort ward manchmal ein großes Problem für so eine mennonitische Form, wo noch viele von ihren Hobehocken oder auch ihre Maisohren, Mais und Maisstrohgarben auf ihrem Land stehen haben. So eine losgelotene Herden Rinder, Pferd, Müllers und Esels können in einem Tag oder auch manchmal über eine Nacht sehr viel Schoten anreiten, mag man nicht mehr überhaupt. Hier brechen wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal noch mehr von den Mennoniten ihrem Problem, wohnt sie mit dem mexikanischen Raumtriebsfei auf ihren Siedlungen in Chihuahua in Winter- und Frühjahrmonaten vor viele Jahren gehört haben. Aber nächstes Mal, ich sehe George Rampel.